So beschreiben das Jahr 2050. Die Welt ist untergegangen. Worst-Case-Szenarien haben sich bewahrheitet. Wie in Film Mad Max haben sich Banden zusammengerauft, um das letzte Tröpfchen Benzin zu ergattern. Hallo. Da haben wir die Uran-Container, die die Russen abgestellt haben. Mein letzter Lost Place, den ich gefühlt habe, war ein Mädchen in der Nacht, den ich so umgegangen habe. Echt? Bin ich in Portugal? Dann hast du nicht in Griechenland so einen Schuss aufgefeuert worden. Dann hast du nicht in der Gebäude eingedrungen. Und mein bester Freund ist. Da schaut's, am Ende des Tunnels ist noch Licht. Du musst da große Ohren operieren und sag, es wird ein Marathon und kein Flieg. Ich hab die Schaufel gefunden. Ich hab neue Paletten gefunden. Arbeitshandschuhe. Voll toll. Also ich halte fest, kurzer Blick auf die Uhr, wir haben noch nicht mal 10 nach 4. Gearbeitet wird hier am Freitag nicht mehr. Ich glaube, dass das in einem kommunistischen Staat, warte mal, ich brauche Licht, oder? Buh. Ich glaube, dass das in einem kommunistischen Staat so nicht geht. Die das waren die guten alten Zeiten in den 90er, wo man Freitag zum Mittag heimgegangen ist. Ja. Nach dem Händewaschen quasi, zwecks der Körperhygiene, weißt du? Wir brauchen mehr Hygiene. Schätze mal, früher ein Getränkelager. Ich glaube, da war eine hochentwickelte Kultur unterwegs und die hat da irgendwas von ihren Jäger- und Sammlerstoffen verloren. Die haben da zum Beispiel Schokolade erlegt gehabt und das Gerippe haben sie liegen lassen. Das war ein Schokoladenbomber. Ammoniak-Gefahr und CO2-Gefahr. Das Tolle ist, irgendeiner ein Licht, das blinken sollte, also im Anhörer, weil da steht bei gelb blinkendem Warnlicht. Ich sehe kein Licht, weder gelb noch blau. Gefährlich, was ich da mache, ich rauche eine erste. Da hinten im Eck haben wir übrigens einen Einkaufswagen. Ich glaube, mit dem ist man auf die Jagd nach dem Milchkartier gegangen. Ich finde das mit dem Licht nicht schlecht. Ich habe ein Campingmobil gefunden. Ich habe zwei Campingmobile gefunden. Und ich habe eine Bandsäge gefunden. Na, schau, ich glaube, dieses Campingmobil ist ein E-Auto der ersten Stunde. Da steht der Akku. Der wird jetzt gerade geladen. Ökologisch wertvoll. Du kommst bis nach Russland bei so viel Akkuleistung. Ja, aber nach Russland wollen wir nicht, wenn wir nur in die Ukraine. Du Schurke. Und bei der Bandsäge werden die Mitfahrer sachgerecht. Aber halt einmal fest, wir haben hier Gas. Ja? Also am Kanzler. Jetzt kommt wieder was in der Hose auf. Und der Herr Inspektor, Entschuldigung, der Herr Bezirksinspektor aus Abtenau, wir befinden uns hier in unmittelbarer Nähe Kaltenhausen zu Allein, somit nahe der JVA Buchurstein. Ich verstehe gar nicht, warum der Herr Bezirksinspektor noch nicht da war. Da steht ein Auto ohne Pickerl, mit Durchrostung. Bitte, hier, ja, da.
Da kann man sich verletzen. Das ist klimaneutral, dass Kühlung reinkommt. Naja, aber ich hab mir schon gedacht. Aha, da haben wir einen Norweger. Auch nicht schlecht. Besser Norway als Orban's Way. Das ist spannend. Das ist wirklich spannend. Und das ist das Licht, das den Österreichern im Jahr 2020 hätte aufgehen sollen. Und leider Gottes ist es technisch nicht mehr so ganz in Ordnung. Die Waage hier, da wo die Taten gewogen werden, ist auch nicht mehr ganz fit da, Schatz. Schätze mal, dass es eine Waage ist, oder? Da oben ist dann quasi die Exit-Strategie unserer Bundesregierung. Ist wieder abgestürzt. Früher hat es Prager Fenstersturz geheißen, jetzt heißt es Türensturz. Ihr kennt ja alle den Türsturz, wie es ein Facharbeiter natürlich in der Bauplanung mit einplant. Red Bull haben sie auch erlebt. So, ordnungsgemäß verschlossen, damit das Ammonia drüber. So, dann sputen wir uns. Jetzt dürft es da nicht losgehen. Somit haben wir wieder ein kleines Zwischenfilmchen gemacht. Für uns als Pausenlücker, für euch als Zusatzvideo, weil wir schauen ja auf euch. Wir wollen ja, dass euch vor dem Monitor nicht langweilig wird, gell? Bei Rolf will sie eh nicht mehr schauen, jetzt ist die Krypto die Frau auch da. Kurz ins Wort fallen, weil die Neos waren auch schon da. Die machen hier Pink für die NATO ein bisschen schon mal die Vorbereitung. Da ist das Zeug für die Rohrbombe. Aber da haben sie jetzt einen Graben wieder. So ein Schaß. Die sind noch immer nicht gefüllt, die Gräben, oder was? So ein Schaß, da muss ich ja jetzt hopsen. Nein, ich hopse nicht. Das geht's blöd. Hopsen darf man nur bei Drecklatschen, gell? Du hast eindeutig einen richtig geilen Hall. Hall, Hallein, Hallein, Lein, 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 Lein. Weiß man immer besser. Da Elvis Hopser, er hopst. Ich hopp's nicht, weil ich hab die depperten Converse an. Er hopst Regenpfützen, er hopst Kriegen. It's like the twist. Zur Erklärung, warum ich nicht hopse, Roman darf jetzt hier mal festhalten. Das ist die Sommerbereifung mit Loch. Da ist die Sohle schon ziemlich dünn. Und dann da auf so einen Schutthaufen springe ich richtig gut. Aber man kann hinfahren, wo man will, der Dreck liegt schon mal da, ne? Klimaneutral. Der ist zu verkaufen, oder? Der hat er nicht mehr drin. Aha. Ich glaube, das ist ein Satanist, der hat es umgedreht. Das ist die Rune des Lebens, du Schwurbler. Die Rune des Lebens. Und somit, wenn ihr euch fragt, wo wir sind da jetzt bei einer Veranstaltung von Konstantina Rösch und dem Herrn Schissler eingeladen. So viel mal als dieser Video zu diesem Akt. Schaut einfach rein und in der Videobeschreibung verlinkt man euch. Aber in der Videothek, Mediathek, wie man es auch nennen mag auf YouTube, findet ihr so immer den neuesten, geilsten Scheiß von Elvis und mir.
Und Anhang, heute der Darin mit dabei. Und dem Jutta Ziegler Naturfutterlädchen. Übrigens auch was, wo der Herr Kanzler eventuell quasi einen Ständer kriegt. Ist ganz viel Alkohol.